Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben. Beamte. Da. So, jetzt musst du mir aber hier ein bisschen mehr Armfreiheit lassen Genau, irgendwie. Genau. Das ist wieder. Kannst du ja hier irgendwie abstellen? Genau. Dass ich hier so gemütlich zocken kann. Genau, die brauche hier den ganzen Platz. Bisschen gemütlich. Drei Viertel vom Tisch, ja, vier Viertel vom Tisch. Wer weiß, wer weiß. Sprach der Kreis. Einfach nicht mehr reingehen. Genau, die ganzen Geräusche und so. Da man läuft noch rum, ein als wäre nichts. Einfach mal umschauen, nee, alles angucken. Schneller laufen? Nee. Doch, da war was. Da. Das sind Hennas Sachen. Oh. Tattoo. Okay. Oh. Hinweis entdeckt. Tattoo-Karte, okay. Da hat sich Hannah ein Tattoo stechen lassen. Oder wollte zumindest. Oder hat's so vor. Hatte vor. Hannah, sie, wo Stimmt. tut es? Und was ist da drin? Bam! Frohe Weihnachten 2010, Schwester, jetzt hab dich lieb, Josh. Oh. Zurück? Happy Christmas. Oh yeah. Ist da Können noch wir aus dem Fenster gucken? Da hinten ist noch was. Hinten. Was Zerrissenes. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Hinweis entdeckt. Hauptsächlich C. Oho, das werde ich nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, wahlhalsiger und extrem gut aussehender Typ. Und du bleibst zu Hause und bestickst Kissen und. Oder übst den G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg, lass doch das dich tätowieren. Oder sowas ähnliches. Alles, was dein Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, du tust es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Das ist ein Ausschnitt aus der Bravo. Oh yeah. Die lesen halt auch die Bravo. Ist hier irgendwas am Fenster nee, dran, weil nix. Das komisch leuchtet? Überhaupt nichts. Da ist ein Spiegel. Da, Spiegel. Party. Hannah, awesome Party. Ja. Die muss ich R2 zurücklassen. Oh. Schwer verliebt. Oh je. Und was stand da drauf? Jetzt nochmal gucken, nochmal rein. Liebe Hannah, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party um 19 Uhr am 13.07.2013 hier Casa de Mike bei mir zu Hause. Um Antwort bitte gebeten. Okay. Party hard. Kann ich nicht jetzt? Okay, kann ich nicht einfach nee, jetzt? Doch, ja. Kreis okay. meistens. Kreis ist Bett. Das da Kissen schaut was. Aus wie eine Banane, wie ja, okay. Scheibe Banane. Links war noch was neben dem Bett. Oder? Ja. Da war noch was. Hannah und Joss und Beth. Ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party am 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Oh. Das Bild kennen wir doch. Schöne Fingernägel. Das Bild kennen dieser, wir. Dieser Doktor. Mehr und da noch vielleicht irgendwas oder so? Nee, da können wir gar nicht hin. Nix. Okay, das Bild mit der Vogelscheuche ist sehr bekannt. Tick, tack. Tick, tack. Hier geht's gar nicht weiter. Geht's gar nicht weiter, ist zu. Dann geh links rum. Links. 2, 3, 4. Und da kommst du ja. Da ist irgendwo, da ist nur die Tür, okay. Hallo? Wie sie halt die Tür aufmacht. Ist hier jemand? Bin ich jetzt erschrocken. Geh mal da runter. Guck dir jetzt mal hier oben noch um. Wenn ich jetzt R1 drücke, dann müsste man doch... Warte, Moment, war das hier? Nein, es war das hier. Wie kommen wir nochmal auf die... Hinweise? Oben muss ich gucken. R1. Immer weiter skippen.
Achso, ich kann beides skippen. Ja. Totems, Unbekannte. Nee, da fehlen immer noch zwei Stück. Das kommen wir weiter, okay. Lass mal gucken. Im Haus rumgucken. Ja, absolut. Wuhu. Noch ein bisschen. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Hier noch okay. Irgendwas haben. Da irgendwas rechts, da blinkt was, aber da ist was. Hm. Okay. Hinweis entdeckt. Bester Horrorfilm 2009. Regisseur Bob Washington. Blood Monastery. Okay. Sonst noch will der was? Mörder einen Horrorfilm drehen? Einen eigenen besten Horrorfilm? In andere Richtung laufen? Ja. Alles umschauen. Wir wollen alles entdecken. Okay. Ist halt die Frage, ob du überhaupt noch kriegst. Die Sachen, was uns da fehlen. Ja. Das schattümmt allerdings. Ich versuche mal ein bisschen schneller zu laufen. Aber ich rutsche mal vom Gamepad ab. Ja, ist nix. Hier ist nix. Alter, Maus, lauf nicht so schnell. Hier geht's noch wo rein. Ist zu. Kommst nicht okay. rein. Weiter in der obersten Etage. Da hinten noch was auf dem Boden? Nope. Nee. Also, dann gehen wir mal runter. Leider, leider. Komm doch ums Eck, komm. Hätte doch gerade auslaufen können und runter. Ist gerade aus auch eine Treppe gewesen. Sind zwei Treppen. Links, rechts geht's runter in die Mitte. Ah, okay. Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Nee, ein Ucha-Brett, da mache ich nicht mit, Leute. Ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Oh ja, geschnetzeltes okay. Vor allen Dingen. Dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, lust mich zu begleiten. Aha, warum wohl? Wird sie plötzlich ausgezogen? Das war schon die andere, ne? Mhm, das war die andere. Ab in den Keller und dann passiert das Erste. Das habe ich nämlich in dem blöden Fernseher gesehen, als die Werbung kam. Wahrscheinlich. Kann alles passieren. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die muss was unternehmen. Sie sind süß zusammen. Kommt drauf an, wie das spöttisch gemeint ist. So einfach auf die Art, ja, er sollte mal der erste Schritt machen, oder... Gute Frage. Die Mamas Rechte, oder? Ja, aber er steht ja auf sie, oder? Normalerweise. Ach so. Und wir sind schmeicheln. Ja, schmeicheln einfach, schmeicheln. Komm. Wir schmeicheln. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein... Schubse. Irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Genau das habe ich gemeint, dass Chris mal in die Gänge gehen soll, kommen soll. Ein Foto. Und? 13. August, Capcot. Josh mit seinem hübschen Schwestern Hannah und Beth. Ihr seid super aus, Leute. 16.08.2013. Das war kurz bevor das passiert ist. Irgendwie macht mir der Typi ist irgendwie komisch. Ja, yeah, Josh, ich komm gleich. Der hat irgendwas an sich, was komisch ist. Er ist nach einem Schauspieler nachempfunden, der bei... Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen... Was? Ich mag dich. Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass... Du da bist, Sam. Seltsam zurück sein, oder wir sind für dich da. Wir sind für dich da. Ja.
Sie ist eigentlich sehr intelligent. Wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Dass wir alle Spaß haben. Ihr wisst, was er meint. Was ich meinte, von nachts aus Museum. Falls ihn jemand kennt, ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Aber schon diesen. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Ja? Fast. Aber wir steuern. Wenn wir steuern, also läuft es nicht allein. Gar nicht gruselig hier. Okay, ein bisschen schneller laufen. Er kommt bestimmt gleich aus dem Eck geschossen und erschreckt uns. Nein. Gentleman. Er will sie ja. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Okay, wir können uns ein bisschen umgucken. Was haben wir hier? Ein Baseballschläger. Baseballschläger. Den nehmen wir natürlich mit. Baseball im Schnee, ist das deiner? Humorvoll. Ja. Ja. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Auch egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Richtig, Sam? Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Schmetterlingseffekt. Wie, den musst du erst reparieren? Geht nix. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Müssen wir jetzt leuchten mit der Taschenlampe? Nicht bewegen. Hey, du hast dich bewegt. Sorry. Halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Zu spät gerafft. Sie ist halt hektisch, sie kann... Nicht bewegen. Das vibriert aber. Nicht bewegen. Das, genau, sonst wäre es ja zu einfach. Nicht bewegen. Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Nicht bewegen. Und rums. Dreh, ich kann das doch nicht. Dreh. Oh. Burner. Da lief was. Einer. Ja. Da lief einer. Ich hab's gesehen. Du hast drücken müssen. Ich hab's nicht gesehen. Das ist, wenn man zu viel quatscht. Ist ja beleidigt. Das verkackt. Der kommt mir jetzt so komisch vor. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Streich oder protestieren? Protestieren. Okay, mach. Ich hatte keine Angst. Nein, nein. Du bist gehüpft, weil du schon mal üben wolltest fürs Aerobic. Du hattest auch Angst, aber ich hatte keine Angst. Du hattest auch Angst, komm. Dann mach. Oh mein Gott. Du hattest auch eine halbe Angst. Was? Nein, du bist so weiß wie die Wand. Nein, komm schon. Ich war oft genug hier unten. Die Bude macht jede Menge Geräusche. Die alte Lodge muss eben ab und zu mal rülpsen. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Wir sollten nach sein, ich schaue nach. Oh, ja genau.
Ich gehe niemals alleine wohin. Das als wird sie alleine gehen. Ja. Vielleicht ist es aber genau der Sinn und Zweck der Sache, dass wir sagen, wir gehen immer zusammen. Ja, aber ich denke, als Mädchen das alleine gut. geht. Ja, wir besorgt. Wir sollten nachsehen. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist denn nicht Pferd? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Guck, da ist eine Ratte. In die andere Richtung gehen kannst du. Nee, ich will. Da kommt jetzt einer. Kannst du nicht, oder? Doch, kann schon, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Hinweise. Puppenhaus. Eben. Da gibt es Sachen zum Angucken. Nix. Wow. Oder sie darf es nicht aktivieren. Das muss später jemand anders machen. Kann gut auch möglich sein. Das ist auf jeden Fall eine Ratte da hinten. Siehst du? Ja, ich sehe die Ratte. Boah, Alter. Kreis. Ich habe was Falsches geklickt und war nicht und ich hab's verkackt. Oh, komm schon! Wieso ist sie abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey. Du Arschloch. Hey. Was zum Teufel? Buh! Ich hab dich erwischt! Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das, ich hab einfach wahllos aufs Pad gedrückt. Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern, das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte, er hat zugeschossen und den Schlüssel. Oh, Scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Moin! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch! Oh, bitte danke. Von Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Ja, so kann es passieren. Doktor? Doktor. Was passiert mit dir, Doktor? Wo sind wir? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Das, was wir ausgewählt haben? Hast du auch diese? Wir haben eine Cap auf, wir sind cool. Furcht? Ja, nein. Ja? Nö. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Ich hab Mitleid, ich fühle Hass. Alter, das Ding lebt noch. Die Schlange lebt. Mitleid oder Hass? Für Leute, die sich fürchten. Eigentlich Mitleid. Wenn man jetzt vom Normalen ausgeht. Ja. In Filmen habe ich Hass. Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Mike? Nein. Dann mach nein. Weil Mike ist nämlich die männliche Schlampe. Gewiss. Das sieht man an den Entscheidungen, die du triffst. Okay. Ja, wahrscheinlich, dass wir ihn hingehangen haben.
Ja, Doktor? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ja, das ist natürlich... eigentlich Ehrlichkeit. Daraus kann man eine Loyalität aufbauen. Ja, aber wenn jemand loyal einem gegenüber ist, ist er doch eigentlich so oder so ehrlich, oder nicht? Muss nicht unbedingt sein. Lügen kann man trotzdem. Sieht man ja an Freunden manchmal. Zum Beispiel den Freund jetzt zum Beispiel. Boah, gute Frage. Was würdest du nehmen? Die Ehrlichkeit. Okay. Also, ich wäre jetzt Loyalität gewesen. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ich schätze Ehrlichkeit. Nächstenliebe, pfff. Der heutigen Zeit. Ich hätte jetzt genau beide Antworten, andere Antworten. Liebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Das kostet Ihnen 500 Euro. Rechnung kommt nach Hause. Genau. Vor allem der fette Haken da dran. Der darf bestimmt gar nicht mehr als Doktor arbeiten. Was bisher geschah bei Until Dawn? Dum, dum, dum. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Guesthütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Yes! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Wollen wir vielleicht hier vorher noch einen kurzen... Genau, hier werden wir einen Schnibbel reinmachen, werden diesen Part beenden und im nächsten Part geht es weiter. Oh ja, und ich hasse Osha-Bretter. Ich hasse es einfach. Jetzt wird's ernst langsam. Langsam wird es wirklich ernst, Leute. Egal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen, Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao.